Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal Hasetai. Gerade angekommen am Flughafen München, lauf gerade durch das Terminal 1 in der Nähe der Parkhäuser, denn für mich geht es heute nach Thailand. Fliegt mit Thai Airways TG925, 14:25 Uhr von München nach Bangkok. Ist sozusagen für mich ein kürzerer Aufenthalt, etwas mehr als ein verlängertes Wochenende. Im Mai bin ich da wieder ein bisschen länger vor Ort, also im Mai. Aber wie gesagt, jetzt nur wegen so einem Kram. Bin auch teilweise in Bangkok, kurz in Pattaya. Und dann schauen wir noch das Wan Lai Bangsan Festival an, am Strand. Das möchte ich unbedingt sehen. Wie gesagt, heute Thai Airways. So, und bevor es jetzt gleich zu laut wird, hier geht es gleich in den Terminalbereich rein. Das Ticket habe ich übrigens gebucht mit Miles & More Meilen. Also habe ich nur die Steuern und Gebühren zahlen müssen. 80.000 Meilen und ca. 400 Euro Steuern. Also das geht an sich. So, ein Karnevaltag in Thailand. Dieses Jahr ja auch etwas mehr an Feierlichkeiten. In Bangkok ging es gestern schon los. Eine große Parade ist heute am 12.04.2024 in der Nähe des Grand Palace. Und wie gesagt, heute ist ja Freitag, der 12.04.2024. Am 13.04. am Samstag komme ich an, werde dann in Bangkok auf das S2O Musikfestival wahrscheinlich gehen. So ist mal der Plan. Ansonsten bin ich nähe Sukhumvit. Da ein bisschen gucken, was da so gibt. Und vielleicht gehe ich dann am Sonntag auch auf die Veranstaltung nähe des Grand Palace. Also mal gucken. Ansonsten, ihr habt ja gemerkt, ich bin etwas aktiver. Ich werde auch versuchen, täglich zu posten auf Facebook ein paar Beiträge. Und natürlich auch, wenn es klappt, täglich ein kurzes Video hochladen. Ich werde aber nur mit dem Handy schneiden, also erwartet keine perfekte Schneidearbeit. Aber ein paar aktuelle Eindrücke aus Bangkok oder aus Thailand, dann zu so einem Kran. Ansonsten abonniert gerne meinen Kanal. Abonniert gerne meinen Kanal oder folgt mir auf Instagram. Da kriegt ihr auch ein bisschen mehr kürzere Eindrücke. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wer noch nie in München war, hier Terminal 1. Die große Tafel. Aber ich muss ins Terminal 2. Mein Flug steht hier auch schon. TG925 Bangkok. 14:25 Uhr, H38 für den Check-in. Da begebe ich mich jetzt hin. So, jetzt hier der zentrale Platz, Flughafen München. Hier bin ich rausgekommen, Terminal 1. Drüben wird eine Rewe gebaut oder eröffnet, aber früher ein Edeka. Hier der McDonald's und dort dann der Eingang zum Terminal 2. Und normalerweise, wenn ihr hier reinkommt, seht ihr entweder gleich rechts oder gleich links den Check-in-Schalter von Thai Airways, wenn er schon geöffnet hat. Also immer auf Ebene 3. Das ist Ebene 3. Oben werden dann die Lufthansa-Check-in-Counter und auch die Sicherheitskontrolle. Also man muss dann eh nach oben. Aber für Thai Airways-Flüge ist der Check-in hier unten auf Ebene 3. So, ansonsten der Thai Airways-Check-in-Counter hier vorne. Geht auch schon los, glaube ich, so wie es aussieht. Schlange noch überschaubar, werde ich mich gleich anstellen. Hier interessant für Sparkassenkunden nochmal Möglichkeit, günstig Bargeld abzuheben. Hier kann man auch Geld wechseln, aber die Kurse, wie gesagt, sind im Ausland viel, viel schlechter als im Inland. Würde ich nicht empfehlen. So, und hier nun die Check-In-Schalter von Thai Airways. Ich kann euch auch empfehlen, wenn ihr Zeit habt, macht ihr Online-Check-In. Hier links zu sehen, Internet-Mobile-Check-In. Dann geht es meistens viel, viel schneller. Kann ich heute leider noch nicht machen, oder es hat nicht geklappt, da ich mein Ticket mit meinem gebucht habe. Deswegen muss ich regulär einchecken. Und hier dann Royal Silk ist die Business Class von Thai Airways. Und da stelle ich mich jetzt an und dann melde ich mich gleich wieder bei euch. So, hier Terminal 2 jetzt, auf der Ebene, wo auch dann die Lufthansa Check-In-Schalter sind und die Sicherheitskontrolle, Ebene 4. Hier nochmal ein Geldautomat. Und hier jetzt die Terminal 2 Tafel. Ich zoome mal hin. 14,
11:25 Uhr. Vorhin habe ich auch falsch gesagt, das waren die Check-In-Schalter 319 bis, ich glaube 314, nee 309 bis 314 und H38 ist natürlich das Gate, wo der Flieger dann abfliegt. Und jetzt gehe ich hier durch die Sicherheitskontrolle und dann geht es hier in München, da kann ich aber nicht filmen, die Treppen hoch zur Passkontrolle und dann melde ich mich gleich wieder. So, liebe Zuschauer, kurzes Update. 45 Minuten bis zum Boarding. Ich hoffe, ihr versteht mich einigermaßen. Ich sitze jetzt gerade eben hier im Airbräu to Heaven, also im eingecheckten Bereich. Hier schöne halbe. Ich habe was zum Essen bestellt. Und der Flieger ist heute auf jeden Fall nicht voll. Glück für mich auch, neben mir sitzt keiner. Hab einen freien Nebensitz. Hat auch immer Vorteile. Ansonsten schon einiges los hier am Flughafen. Und dann sehen wir uns gleich nochmal beim Boarding. Weil jetzt esse ich aus meiner Kleinigkeit. So, hier ein paar Eindrücke vom Gate noch. Thai Airways Flugzeug A350. Mit dem fliege ich gleich. Und dort hinten fährt gerade die Lufthansa A380 vor. So. So, liebe Zuschauer, ich laufe jetzt gerade zum Gate. Boarding beginnt gerade eben. 13:45 Uhr. Aber gar nicht, dass nicht viel los ist. Ob ich jetzt 5 Minuten früher dort bin oder ein bisschen warte, dann ist eigentlich egal. Neben mir sitzt ja keiner. Hier Flughafen München. Dann war es noch mit diesem Video. Wie gesagt, so die halbe Anreise. Kurzes Kanal-Update. Bin auf jeden Fall jetzt ein paar Tage in Bangkok. Schaut auf meiner Instagram-Seite vorbei. Haseb Thai. Oder Facebook-Seite Haseb Thai. Oder natürlich hier auf meinem YouTube-Kanal. Lasst gerne ein Abo da. Dann werde ich auf jeden Fall die nächsten Tage das ein oder andere kurze Video posten. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. Und für mich geht es jetzt ab nach Thailand. Alles Gute und bis bald.